Und jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Berlin hat gewählt und die vielleicht interessanteste Erkenntnis dieses Abends lautet, der Versuch der FDP mit Opposition in der Regierung, also ihrem kritischen Kurs beim Euro-Thema, Punkte für die Berlin-Wahl zu sammeln, ist grandios gescheitert. Die Liberalen haben in der Hauptstadt keine 2% geschafft. Das ist so sensationell katastrophal, dass man sagen muss, wenn das so weitergeht bei der FDP, dann findet diese Partei bald gar nicht mehr statt. Vor allem fragt man sich, wie lange sie noch in der Bundesregierung stattfindet.